springen. Okay. Wir waren bei Jill Cassidy, einer 70-jährigen alten, netten Oma, die die ganze Zeit als ihre Hobbys angegeben hat, Mahjong spielen, Ratgeber lesen. Was? Aber die hat wirklich ein verdammt schönes Haus und die hat so gut gekocht und es war wirklich keine harte Arbeit. Wir haben schon hart gearbeitet, aber es gibt härtere Arbeit, sag ich mal. Okay. Das war echt entspannt. Wie lange habt ihr gearbeitet am Tag? 3 Stunden oder so. Ja, das war halt bei uns doppelt so viel. Deswegen, ich bin ganz froh, dass wir weg sind. Obwohl das Essen auch gut war. Ja, es ging ein bisschen von da drüber dort. Ja, aber. Nachtsichtmodus, ja. Ist super. Aber ja, sobald ich ein bisschen aus dem Licht aus. Das war ganz witzig. Sie haben uns erzählt, dass sie am liebsten nochmal ein Tandem-Skydive machen will. Ja. Ja, genau, die 90. Geburtstag wird sie jetzt. Genau. In einem Monat oder so und kriegt von ihrem Sohn den Tandem-Sprung. Das ist ja gar nicht so.